Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Return to Moria. Wir befinden uns an den großen Entwässerungspumpen. Wir haben uns beim letzten Mal noch gar nicht angeguckt, was da oben überhaupt los ist. Mal gucken, ob da wirklich ein paar Pumpen zu entdecken sind. Wir sind mittlerweile wieder gut ausgeruht, haben was gegessen. Unsere Rüstung ist einigermaßen ganz. Wir wurden gerade hier angegriffen. Noch vor der Aufnahme. Ach du Sch... Der uralte Entwässerungsmechanismus. Kinderspiel. Erreiche die Entwässerungspumpen. Schaffe dir einen Weg über den See, um die Insel mit den Entwässerungspumpen zu erreichen. Ich habe die Pumpen ausfindig gemacht, doch sie befinden sich auf einer Insel inmitten eines unterirdischen Sees. Was ich jetzt mache? Natürlich schaffe ich mir einen Weg. Dem Pilgerweg sind wir schon gefolgt. Folge dem uralten Pfad zur Osttreppe. Ich habe den Pilgerweg gefunden. Wenn die Geschichten stimmen, führt dieser durch die Niedertiefen der zur Osttreppe und hinauf zur Brücke von Khazad-dûm. Dann ist der Ausgang nicht mehr fern. Khazad-dûm. Ich finde, manche Bezeichnungen in diesem Universum klingen einfach so gut. Khazad-dûm. Finde ich super. Das finde ich richtig gut. Möchte gerade kurz mal was gucken. Hier sind die Entwässerungspumpen, ja. Boah. Tja. Gut. Also. Es ist ja schon so. Vor allem, die erzählen da die ganze Zeit, wer hat hier Kraslak, wie heißt der nochmal, den Typen, den wir vor ein paar Folgen getötet haben. Okay, also wir sollen uns jetzt irgendwie da einen Weg rüber. Wie viel Holz haben wir dabei? Ja. Cool. Nichts. Kein Holz dabei. Kein Holz dabei. Natürlich jede Menge Holz, ne, wenn wir wollen. Wir könnten aber genauso gut Folgendes tun. Ich muss ja jetzt hier nicht irgendwelches Holz farmen gehen, sondern wir machen einfach Folgendes. Dafür haben wir doch die Dinger. Wir stehen hier direkt bei so einem Portstein. Kartenstein heißen sie ja hier. Also flitzen wir hier einmal ganz schnell hin, reparieren uns, essen was, machen uns nochmal frisch, kurz mal Pipi machen und dann werden wir uns darüber bauen, weil wir haben ja dann noch immer kein Holz, können uns dann aber welches einsammeln. Nein, wir nehmen natürlich ein bisschen Holz mit jetzt von zu Hause. Damit wir dann uns darüber bauen können. Oder wir gucken erst nochmal auf der linken Seite, ob wir da vielleicht drumherum kommen. Aber ich nehme mal nicht an, weil es wurde ja tatsächlich von uns verlangt, beziehungsweise haben wir selbst gesagt, dass wir uns einen Weg darüber bauen. Wobei ich mich auch echt frage, ob der Zwerg schwimmen kann, ehrlich gesagt. Ich möchte aber ungern sterben. Und bei dem ganzen Kettenhemd, das er anhat, würde ich meinen, selbst wenn er schwimmen könnte... Quiet. I see prey ahead. Habe ich gar nicht gesehen, dass er seinen Mund tatsächlich bewegt. Selbst wenn er schwimmen könnte, dann würde er das definitiv nicht mit dieser Rüstung und diesen Waffen und können. So, hep. Na toll. Genau, die Ausdauer aufgebraucht. So, dann können wir uns einmal kurz hier nochmal eben Fleisch einen Topf machen.
dann können wir uns einmal eben das mitnehmen. Dann werden wir einmal eben hier reparieren. Zack, 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 zack. Haben wir auch gemacht. Haben wir noch irgendwelche neuen Runen? Nein. Und all unsere... Ach, die Nacht bricht herein. Das ist ja auch schön, ne? Holz wollten wir eigentlich mitnehmen. Und außerdem hätte ich jetzt auch gerade schnell mal zu der Truhe, die wir da gebaut haben, da drüben, hätte ich mal schnell hinlaufen können, damit ich das jetzt, den ganzen Kram auch direkt hier hätte deponieren können. Habe ich nicht getan. Geht die Welt aber auch nicht von unter. Hoffe ich zumindest, dass sie das nicht tut. Dann machen wir Folgendes, dann flitzen wir einmal hier ins Bettchen. Weil dunkel wird's jetzt sowieso. Ich sage es euch, dunkel wird's jetzt sowieso. Und wenn es jetzt komplett dunkel ist, dann macht das auch keinen großen Unterschied. Denke ich. So, was gegessen haben wir auch. Wohlgenährt, erholt. Schön. Nochmal die Gedenkflamme mitgenommen. Einmal hier hochgehüpft. Und zurück. Zu den großen Entwässerungspumpen. So, und Holz habe ich jetzt auch dabei, ne? Ja. Ich habe jetzt wirklich kurz darüber nachgedacht, sag mal, wie schnell vermehrt ihr euch denn hier, Freunde? I need a better weapon for this. Komm. So, Chitin nehmen wir mit. Diesmal haben wir glücklicherweise nur eine. Siehst du, und ich hätte auch noch mehr Stein mitnehmen können. Mann, du, wenn ich keinen Kopf hätte, dann wäre der auch nicht angewachsen. Wie schnell war sie denn jetzt? Hm. Okay, so. Ist ja fast sogar richtig hell jetzt hier, ne? Obwohl, hä? Ist es jetzt heller hier als vorhin? Jetzt ist die tiefste Dunkelheit und trotzdem ist es hier heller. Habe ich den Eindruck. So, wir können natürlich ein bisschen... Boah, ich würde so gern wissen, ob wir schwimmen können, ne? Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich habe... Ich habe ehrlich gesagt keine Lust zu sterben. So, also hier können wir auf jeden Fall schon mal so einen kleinen Steg hinbauen, nicht? Nicht? So. Und jetzt wird's rot. Ja, das macht irgendwie gar nicht so viel Sinn, weil wir haben ja hier theoretisch sogar ein bisschen was drunter, ne? Wir sollen uns einen Weg darüber. Ich gehe doch 100%. Schwamm da gerade was im Wasser? Ich gehe 100%ig unter. Naked wolves. Snaking about. Ich denke, ich springe einfach. Wieso laufe ich so langsam? Schön. Schön. Das war schön. Oha. Fuck. Sinkt der gerade? Huh.
Lad Kalma, you. Runtergeworfen, den Noob, ey. Die anderen scheinbar auch. Gibt's nur leider keinen Loot. So, haben wir denn irgendwie eine andere Möglichkeit, hier irgendwas zu bauen? Weil wir kommen ja jetzt hier mit unseren kleiner Balken, quadratische Schnellplattform, Strickleiter, großer Balken, Balkon, kleine Plattform und so weiter und so fort. Also das hilft uns auch alles nicht weiter, würde ich sagen. Nee. Nee. Damit kommen wir da auch nicht rüber. Vielleicht fehlt uns noch irgendwas? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht müssen wir erst noch irgendwie was entdecken oder so. Weil hiermit kommen wir definitiv nicht weiter. Das ist rot und ganz und gar nicht gut. Und wie sieht's aus? Können wir hier irgendwie sowas wie eine Stütze bauen? Hoher Steinpfeiler. Nö, da können wir... Wir können auch nicht tiefer bauen. Wir können nicht ins Wasser reinbauen, das geht auch nicht. Wir können uns natürlich da an der Wand entlang bauen, ne? Aber das ist irgendwie gar nicht mal so cool irgendwie. Aber was soll's? Ich glaube, eine andere Möglichkeit fällt mir zumindest gerade nicht ein, weil wir definitiv nichts haben, wo wir da quer rüber bauen können. Absolut kein Plan. Wir haben halt nichts. Wir haben Holzboden, Holz... ich lese jetzt einfach mal alles durch, weil ich bin ja ein Profi im Übersehen. Einfache Türrahmen. Steinwand, Steinfenster, schmale Steinwand, Steinbarriere, kleiner Steinblock. Bringt uns alles nichts. Grobe Treppe, auch nichts. Kurzer Steinpfeiler, bringt uns nichts. Kleine Plattform, hohe Plattform, schmale Plattform, quadratischer Rahmen und so weiter und so fort. Bringt uns alles nichts. Und hier ist ja nur, sind ja nur die ganzen kleinen Sachen. Nö. Wir haben definitiv nichts. Kann ich die Dinger, hohen Plattformen, kann ich die ins Wasser bauen? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Oh doch. Warte mal. Aber nee, die dürfen wir ja nur in der Nähe von der Feuerstelle bauen. Das ist ja auch wieder Mist. Ich meine, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Wir könnten uns einfach ein bisschen Stein holen. Und dann... Nee, aber hier können wir... Ach, guck mal, hier können wir auch nicht runter. Okay, geht gar nicht. Ja, schön. Das geht nicht. Nö. Dann lassen wir das. Dann bauen wir uns fröhlich an der Wand entlang, würde ich sagen. Soweit es geht. Denn ich meine, seine Worte waren, wir sollen uns einen Weg drüber bahnen. Ja. Ja. Ja, gut. Wir müssen tatsächlich drüber. Heißt, uns fehlt irgendwas. Irgendetwas fehlt uns. Und ich nehme mal stark an, dass das irgendetwas sein wird, was wir hier irgendwo im Umkreis finden. Weil es würde mich sehr wundern, wenn wir wo ganz anders die Lösung des Rätsels finden.
Könnte natürlich auch sein, aber meistens sind ja Spiele so designed. Ohne Münze. Dass man den ganzen Kram, den man braucht, um Rätsel zu lösen, recht nah in der Umgebung findet. Ich meine, wir waren in die Richtung ja eh noch nicht. Können wir verschiedene Sachen. Ach, guck mal, hier kommen wir auch noch durch. Ja, dann kloppen wir uns doch hier erstmal durch, weil das will ich mir eh alles angucken. Insofern ist es eigentlich relativ egal, ob wir das jetzt machen und uns darüber bauen oder erst später. Das macht für mich persönlich sowieso immer gar keinen Unterschied, weil ich ja sowieso alles machen möchte. Und ob ich nun das eine zuerst mache oder das andere. Das ist ja vollkommen egal. Nicht wahr? Es geht ja auch nicht darum, dass wir jetzt gleich durch sind in dieser Folge, sondern es geht ja darum, dass wir irgendwann mal durch sind und möglichst viel gesehen haben. Wobei ich natürlich trotzdem jede Menge übersehen werde. Das sollte jedem bewusst sein. So. Bisschen hier. Bisschen davon. So, wie viele Steinchen haben wir denn jetzt? Von da kommen wir. Hier können wir uns auch nochmal eben nach drüben. Kann ich dich kaputt machen? Tatsache. Ach, guck mal. Webstuhl. Ubersamholz gibt's von den Pilzen. Holz von den Pilzen. Oh, hallo. Das war jetzt Kuckuck. Das war jetzt so. Oh Gott. Oh Scheiße. Oh nee, ey. We got orcs. Okay. Das sah mir ein bisschen so aus, als wäre es durchgegangen. I need a better weapon for this. Ist immer wieder witzig, wie häufig er das sagen muss, ne? Als hätte er es einfach noch immer nicht gelernt. Aber echt, hey, das ist wirklich alles, was ihr habt, was ihr könnt. Lächerlich. Und das mit... Aua. So einer beschissenen Waffe. Also so beschissen ist die Waffe eigentlich nicht, aber... Ihr wisst schon, was ich meine. Ich könnte natürlich auch mal den hier machen. Dann gibt's hier nämlich richtig aufs Maul. Aber irgendwie gefällt mir der Schild einfach so gut. Okay, das war ja doch gar kein Problem. Weiter geht's. Ich hör's. Oh, ja. Sag mal, sind hier irgendwie 500 Jungs? Und Mädels? Ich weiß nicht, wie Ork-Mädels aussehen, ob es sie überhaupt gibt. Ehrlich gesagt. Was, wollen wir uns jetzt einfach... Ey! Was zum... Wo kommt ihr denn her? Ja. Marputefu. Da muss ich jetzt aber sagen, das fand ich jetzt schon ein bisschen ungerecht. Dass die mir so von hinten in den Rücken geschossen haben. Okay. Meine linke Schulter tut leicht weh, aber geht noch. Danke der Nachfrage. Oh, ihr wehrt euch ja gar nicht gerade. Äußerst praktisch. Oh. Okay. Orkschlüssel mitnehmen, öffnen. Jetzt. Hier sind doch schon wieder irgendwelche Leute.
Oh, guck mal. Wir haben wieder so eine Seite, aber wir haben das Tagebuch noch immer nicht gefunden. Das Tagebuch des Waldläufers werden wir aber noch. Auch das werden wir alles noch finden. Wir haben ja, ich betone, wir haben keinen Stress. Das Spiel wird schon dafür sorgen, dass wir... Unsere Axt klingt gar nicht mehr. Das Spiel wird schon dafür sorgen, dass wir alles entdecken, was wir brauchen. So, da möchte ich nicht reinlaufen. Aber hier hinten können wir nochmal eben durch. Kloppen wir uns hier durch. Cool. Einfach mal nichts. So, da vorne können wir jetzt wieder nach rechts abbiegen. Spinnen? Nein. Sah mir jetzt sehr nach Spinnen aus, ehrlich gesagt. Oh, das Holz ist ja echt gut, ne? Dann haben wir das endlich. Dann können wir nämlich endlich auch den guten Kram. Ach. Hier sind Spinnen. Und zwar nicht zu knapp. Oh, Mann. Was zum... Aua. Vielleicht... Oh Gott, mein Auge juckt. Vielleicht sollte ich mir mal eben so die besseren Rüstungen und sowas basteln, weil wir... Also die bessere Spitzhacke und dann den ganzen Kram zusammen farmen. Weil wir haben ja jetzt das Holz, was... Eigentlich war es ja nur das Holz, was uns gefehlt hat. Soweit ich mich da recht entsinne. Aua. Aua! Dann können wir uns bestimmt auch einen besseren... Ja, das bringt doch nichts. Das dauert doch hier jetzt... Das dauert doch hier die nächsten Generationen, bis wir fertig sind. Also werden wir, was wir sowieso früher oder später machen werden, uns einmal... Hui, ich bin aber vergiftet. Wir werden uns einmal ein bisschen bessere Rüstung und so basteln. Bisschen bessere Rüstung, also erstmal die Spitzhacke, dann können wir Dinge abbauen, um uns bessere Rüstung zu bauen und so weiter und so fort. Ob wir das jetzt machen oder später, wenn wir es jetzt machen, dann kommen wir zumindest einfacher durch alles durch. Nehme ich zumindest stark an. Wobei ich halt sagen muss, es ist insgesamt ziemlich... Also... Man sieht ja, er sagt ja ständig, ich brauche eine bessere Axt und also eine bessere Waffe und so. Ich muss aber ehrlich gesagt gestehen, es ist überraschend gut machbar. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass die Gegner... Okay, die kann man alle abbauen, die Pilze, siehst du? Toll. Ich habe die ganze Zeit nur darüber gestaunt, wie schön es ist. Und hab nicht darüber nachgedacht, das alles zu zerstören. Nee, es liegt hauptsächlich daran, dass die Gegner immer nur einzeln angreifen irgendwie. So mehr oder weniger. Ja, dann machen wir das so. Wir könnten natürlich jetzt versuchen, uns da durchzukämpfen. Und wir würden das wahrscheinlich auch schaffen, wenn wir da irgendwie 500 Pfeile reinballern. Aber, wie gesagt, wir werden früher oder später die nächste Stufe der Rüstung und Waffen und müssen wir sowieso machen. Insofern können wir das auch einfach jetzt machen und dann kommen wir insgesamt schneller. Geht mir, wie gesagt, nicht um schnell, aber wir wollen ja ein bisschen was erleben und nicht die ganze Zeit
Nicht die ganze Zeit Stunden damit verbringen, irgendwie Zahnstocher auf Spinnen zu schießen. Dass man das hier alles kaputt machen kann, ne? Ich meine, da muss man sich in dem Spiel nicht so viel Gedanken machen, weil das kommt eh alles wieder zurück. Aber schade ist es irgendwie trotzdem, finde ich. Die Schönheit schwindet. So wie ich das sehe. So, wie viel, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben 34 mal Ubasam-Holz. Ubasam? Bin mir nicht ganz sicher. Komm. Was tust du? Genau. So will ich das. So, wir hauen jetzt noch so lange hier den ganzen Kram weg, bis wir nichts mehr einsammeln können. Und dann geht's erstmal ab zurück nach Hause. Und dann stellen wir uns alles her, was wir herstellen können. Dann fahren wir uns hier die schönsten, leckersten Mineralien und Materialien und Erze zusammen. Und dann werden wir in einer glänzenden Rüstung reitend auf einem Eber werden wir dann hier über diesen Teich schweben. Denn, wie man weiß, Kombination aus Zwerg und Eber kann fliegen. Natürlich nicht. Wunderbar, Mensch. Ja gut, aber da, uns fehlt, glaube ich, noch immer die Möglichkeit, darüber zu bauen. Über das Wasser. Aber das finden wir heraus, und zwar in der nächsten Folge. Leute, ich verabschiede mich. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Vielen Dank für eure Zeit, Likes und Kommentare. Herzliches Willkommen an alle neuen Abonnenten. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch sehr gerne mal auf Twitch vorbeischauen. twitch.tv/derKixel. Genauso geschrieben wie dieser YouTube-Kanal. Und ich weiß ganz genau, dass der ein oder andere im Twitch-Chat, der jetzt hier gerade zuguckt, etwas verwirrt ist. Weil ich ja dieses Let's Play zumindest live im Stream aufnehme, könnt gerne jederzeit dazukommen. Ja, dann können wir zwischen den Folgen immer ein bisschen quatschen. Könnt ihr schön Backseat-Game. Ist gerade auch extrem passiert. Als es darum ging, dass ich mich darüber bauen wollte, was glaubt ihr, wie viele Leute mir geschrieben haben, dass ich doch bitte XYZ bauen soll? Und selbst nachdem ich das dritte Mal meine Bauoptionen offen hatte, gab es noch immer Menschen, die geschrieben haben, bau doch einfach. Es ist immer wieder schön. Leute, ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.